Jo, jo, was geht ab, meine lieben Brescos und Sescos? Wir sind heute hier bei Hoodtraining am Start in der 10-Jahres-Special von Hoodtraining Sweet Jam. Kalix ist mit am Start, ihr wisst Bescheid. Es werden geile Videos gedreht, es wird gejammt, Breakdance. Wir haben hier die Stange, machen wir hier einmal links, einmal kleinen Shot. Wir bauen jetzt die mobile Anlage auf, dann machen wir ein paar Sets und Raps, ein bisschen Freestyle, ein bisschen Show und auf jeden Fall kleine Challenges. Da vorne gibt es auch schon Preise, Parallels. Ja, es wird ein nicer Tag. Wir nehmen euch mit auf die kleine Reise. Hier bei der Feier, bei Jubiläum von Hoodtraining, wir sind heute 10 Jahre alt geworden. Wir sind hier bei SV Rom auf dem Platz. Heute wird hier ein bisschen gesprayt. Heute gibt es eine kleine Veranstaltung. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mein Band ist mit dabei, gleich ein bisschen aufwärmen und dann ballern wir. Mit Arthur, ja? Oder nicht viel, Digga. Wir sind jetzt gerade immer noch hier. Ne? Wir haben gerade die Turmbahnstange aufgebaut. Akram ist auch hier. Komm mal her hier, Digga. Das ist unser Akram, unser amtierender Weltmeister in Laban. Sag mal, Bro, was willst du heute machen? Ich versuche heute ein Kicksy zu machen. Ja. Meine Hand ist ein bisschen weh. Aber wenn alle rumschreien, wird das schon. Ja, machst du auch gleich mit? Ja, normal, Bruder. Heute mal nicht sacken. Mitya, wie steht's? Wie geht's? Was geht, yo? Wir sind hier bei der Passion Convention 2020 in Klein. Und wie läuft's soweit? Ja, es läuft gut. Also, Marcin hat mitgemacht, Christian hat mitgemacht, Jan hat mitgemacht bei Sets and Raps, Jakob. Ich freue mich einfach, das Wetter ist heil. Alex! Was geht, Arthur? Wie geht's deiner Hand? Es geht. Ihr habt ja gesehen, im letzten Vlog waren wir in Hamburg bei der Parkeröffnung. Da ist es nicht so gut für mich gelaufen. Ich habe mich leider ein bisschen zu überschätzt. Und zwar habe ich versucht, diesen Frontflip Catch Move zu machen. Eigentlich das Problem war einfach, dass die vordere Stange für meine Größe einfach zu nah dran war. Und ich hätte einfach ein bisschen mehr überlegen sollen. Weil im Endeffekt habe ich einfach nur gezogen, bin hängen geblieben und auf den Boden gefallen auf meine Hand. Und jetzt ist meine Hand ein bisschen, ja, im Arsch, sagen wir mal. Deshalb passt immer auf eure Umgebung, auch drumherum, ob Leute da sind. Schätzt immer gut ein, was eure Fähigkeiten sind und übertreibt nicht. Immer Safety first, ihr wisst Bescheid. Kalix.